Servus zu Barbecue aus Franken. Herr, wenn die Nase schon schön beleuchtet wäre, wie mein Brett das noch leer ist. Da werden wir gleich Zutaten drauf geben. Also muss das beleuchtet sein und nicht ich. Ja, aber trotzdem, ich kann euch erzählen, was wir denn machen. Wir werden einen Chorizo-Eintopf machen. Also mal eine richtig kleine Touch-Ofen-Geschichte. Könnt ihr im Touch-Ofen machen, könnt ihr aber ganz normal im Topf daheim auf dem heimischen Herd machen. Ja, also Thema Zutaten, da kommen wir jetzt dazu. So, beginnen wir mit Olivenöl. Das ist ein richtig gutes. Ich habe das aus einem Internetshop, der wirklich ganz, ganz tolle Geschichten hat. Und ich arbeite mit denen zusammen. Deswegen könnt ihr, wenn ihr auf dem Shop schaut, den verlinke ich euch übrigens unter dem Video, genau wie das Rezept. Wenn ihr auf den Shop schaut und da was bestellen wollt, gibt es 10% auf den Code oder mit dem Code Sven10. Ich blende euch den ein. Also, Olivenöl. Dann brauche ich Zwiebeln, klein gehackt und ja, eine Chilischote. Dann Gewürze. Ich habe Kreuzkümmel hier, also da ist der Kreuzkümmel. Ich habe geräucherte Paprika und ich habe ein bisschen Scheibenpfeffer für die Schärfe. Ja, zur Chili, die wir eh schon verwenden. Dann wird reinkommen Chorizo. Ich habe hier scharfe Chorizo. Wenn ihr es nicht ganz so scharf mögt, wir haben ja hier schon Gewürze, die so ein bisschen peppig machen, dann nehmt ihr die milde Version, gibt es ja auch. Ich brauche einen trockenen Rotwein, stückige Tomaten, dann habe ich hier Vollrohrzucker. Bekommt ihr keinen Vollrohrzucker oder habt ihr ihn nicht zu Hause? Das ist ein spezieller Muscovado-Zucker, nennt sich der. Wenn ihr den nicht habt, dann ist es auch nicht schlimm. Nehmt einfach braunen Zucker, geht ganz genauso. Aber wenn ihr Vollrohrzucker bekommt, also richtigen Vollrohrzucker, eben diesen Muscovado, dann nehmt den, der hat nämlich einen besonderen Geschmack. So, und ich habe noch weiße Bohnen, die brauche ich auch noch dazu. Das sollte es gewesen sein. Wenn ich was vergessen habe, findet ihr es, wie gesagt, ich habe es gesagt, im Rezept, das ihr unter dem Video findet. Und ihr werdet es im Video natürlich sehen, wenn ich was vergessen habe. Ich beginne mal, indem ich die Chorizo ein bisschen klein schneide. So, ich werde mir die Chorizo erstmal ein bisschen enthäuten. Das ist nicht zwingend notwendig. Das macht ihr, wenn ihr das machen mögt. Wenn nicht, lasst das einfach bleiben. Aber es lässt sich in der Regel ja recht schön machen. Dann habt ihr das nicht im Eintopf drin. Also sprich, das habt ihr nicht im Eintopf. So, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Das ist eigentlich relativ schnell erledigt. Und dann geht es mit dem Schneiden weiter. Und da seid ihr wieder dabei. So, ihr seid wieder dabei. Was machen wir denn jetzt? Wir machen das Ganze jetzt einfach in Scheiben. So in etwa 6 bis 8 mm Stärke. Müsst aber nicht nachmessen, macht das nach Gefühl. Und auch das wieder mit allen Würsten. Oh, jetzt spreche ich Hochdeutsch. Würstler natürlich. So, die letzte. Wenn das erledigt ist, dann müsste man noch bei einem zuschauen. Also müsste nicht, aber es wäre schön. Und zwar beim Schneiden von die Chili. Erst mal sauber machen. Zwiebel schneiden habe ich euch eh schon erspart. Dann könnt ihr mir jetzt noch zuschauen wenigstens. Also, meine Chili. Da könnt ihr jetzt selber entscheiden, lasst ihr das Weiße drin oder macht das raus. Wenn ihr es raus macht, ist die ganze Sache etwas milder. Die Kernle sind nicht das Problem. Die weißen Fäden da, die sind das Problem. Die machen scharf. So, also. Putzt es nicht, nehmt es nicht mit, völlig egal. Wichtig ist, dass wir den Spaß schön klein hacken oder schneiden in dem Fall. Also, so in etwa soll es dann ausschauen. Das ist die Chili. Dann sind wir schon beim Touch-Ofen, der heiß werden muss. Und bevor jetzt da Öl rein, ich habe Salz und Pfeffer auf dem Brett vergessen. Also das gehört auch noch dazu. Also etwas Olivenöl, richtig gutes. Ich sage es immer wieder, ihr schmeckt den Unterschied. Deswegen gönnt euch was und gebt lieber einen Euro mehr aus und ihr habt wirklich tollen Geschmack drin als dieses, ja, okay, gut, Schmieröl, teilweise. Nicht alles, gebe ich zu, aber vieles. Zwiebeln rein. Und die dünste ich jetzt da drinnen einfach ein bisschen an. Wir haben heute wirklich ein Rezept, wo ihr nicht stundenlang auf euer Essen warten müsst. Das könnt ihr alles in dem Dutch Oven fertig machen innerhalb von eine halbe, dreiviertel Stunde mit Vorbereitung, mit allem drum und dran, sollte das eigentlich erledigt sein. So,
So, und jetzt gebe ich auch schon meine Gewürze dazu. Die dürfen ruhig ein bisschen Temperatur abbekommen. Das schadet nicht, das macht die Sache einfach nur umso intensiver. Natürlich nicht verbrennen lassen, sonst wird das Ganze natürlich bitter. Oh, gerade der Kreuzkümmel, der steigt jetzt in die Nase, das ist ein Traum, wirklich wahr. Kochen kann so was Schönes sein, so intensiv fürs Auge, für den Gaumen und natürlich auch für die Nase. Jetzt kommen die Chorizo dazu. Und meine gejagte Chili. Und jetzt lasse ich einfach in dem heißen Topf die Chorizo ein bisschen aus, also sprich das Fett, das da drinnen ist. Und gebe ihnen auch ein bisschen Röstaromen. Und ihr werdet gleich sehen, da geht einiges raus an Fett von dem Chorizo. Aber dadurch, dass ihr dieses gute Olivenöl habt und dieses Fett von dem Chorizo, das ja auch einen richtig schönen Geschmack hat, wird es eine sensationell geschmackige Geschichte hier. So, schaut mal, wie das schön ausschaut. Die Zwiebeln kriegen jetzt dieses Fett von den Chorizos ab, den Geschmack von dem Chorizo. Sensationell. Alles hat eine Farbe bekommen, jetzt kommt der Wein dazu. Damit lösche ich das Ganze jetzt ab und hole mir diese Röstaromen vom Boden weg. Der geht jetzt in den Wein, den ich aber jetzt wieder größtenteils verdunsten lasse. Einen kleinen Schluck Wein habe ich mir übrigens noch zurückbehalten. Wofür? Das seht ihr gleich. Dieses Verdunsten dauert jetzt etwa so 3, 4, vielleicht 5 Minuten. Das geht relativ zügig. Ich sag's ja, das wird ein schnelles Rezept. Der Wein ist so gut wie weg. Jetzt gebe ich meinen Zucker dazu. Rühre ihn mal kurz durch. Jetzt kommen meine Tomatenstücke dazu. Beziehungsweise in dem Fall ist es so ein Tomatenpüree, aber das habe ich da, das verwende ich. Jetzt gebe ich von meinem Wein ein bisschen was in die Dose und spüle die aus. Ich mag das nicht, wenn man das alles wegschmeißt. Umfüllen in die zweite Dose. Und dazu Pfeffer mal schon mal. Und etwas Salz. Mache ich einen Deckel drauf und lasse das ein bisschen auf kleinster Stufe, so 15 Minuten, vor sich hin köcheln. Jo. So, nach etwa 15 Minuten geben wir unsere weißen Bohnen noch dazu. Die sind natürlich vorher abgetropft, also aus der Dose, klar, abgetropft und ein bisschen gespült. Aber die brauchen wir jetzt eigentlich bloß noch drunter geben und erwärmen lassen. Dazu mache ich jetzt den Touchofen bzw. das Feuer unterm Touchofen aus und erwärme quasi nur noch die Bohnen da drin. Das Ganze mit geschlossenem Deckel und gut ist das erstmal. Und in der Zwischenzeit machen wir gleich einmal die Dekoration fertig. So, für die Dekoration brauchen wir natürlich ein bisschen Petersilie. Und da könnt ihr auch richtig Stiele mit verwenden. Die schmecken nämlich genauso wie die Blätter. Natürlich nicht, wenn sie auch ganz dick sind. Dann lassen wir die weg. Ich hack das jetzt auch nicht extrem klein. Man darf es ruhig sehen, was es ist. Oder soll ich sogar sehen. So, Zeit ist um. In der Zwischenzeit habe ich auch ein bisschen Reis gekocht. So, der ist auch gleich soweit. Jetzt werde ich hier einfach mal ein bisschen versuchen, ob das in Ordnung ist. Geschmacklich, schauen wir mal. Nur die Soße, damit schmecke ich schon, ob genug Gewürze drin sind. Mmh. Ja, sehr schön und scharf, herrlich. Ja, dann richten wir mal den Teller an. Etwas Reis von dem guten Eintopf. Etwas Petersilie. Und ein Stück Limone dazu. Der schmeckt nämlich hervorragend, wenn ihr das dann frisch über euren Eintopf quasi gebt. Der Teller verdient natürlich volles Sonnenlicht, deswegen mal eben in die Sonne gestellt. Sieht sehr gut aus, duftet sehr gut. Die Soße haben wir gerade schon probiert und den Rest, den werde ich jetzt gleich versuchen. Ihr seid dabei. So, dann wollen wir mal natürlich als allererstes ein bisschen was von dieser Limette noch drüber geben. Eine schöne Säure dazu.
Das passt bestimmt sehr, sehr gut. Putz mir schon die Finger ab und dann geht's gleich los. Also, auf geht's. Bin schon gespannt. Alles schön in Kombination Soße von der Chorizo und Bohnen. Ein bisschen Petersilie dazu. Schöne Schärfe, angenehme Schärfe. Da brennt es euch nichts weg, aber sie ist da, sie ist präsent. Die weißen Bohnen dazu, sensationell. Also das ist ein Essen so ganz nach meinem Geschmack. Ihr müsst da nicht unbedingt Reis dazu machen. Ihr könnt auch einfach einen Salat dazu machen oder ein bisschen Brot. Also 45 Minuten, gute Zutaten und ihr habt ein tolles Essen. Und das habt ihr wirklich, wenn ihr sowas mögt. Und da rentiert sich das Nachmachen auf alle Fälle. Das Rezept, wie gesagt, findet ihr hier unten. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so wäre, wäre es natürlich schön, wenn ihr was dazu schreiben wollt. Das Wahnsinn macht am besten, indem ihr es unten in die Kommentare packt. Da wird sich nämlich lesen und beantworten. Gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr es für gut findet. Wenn ihr es für nicht gut findet, dann sagt es am besten nicht weiter. Ja, gut. Also, Kanal abonnieren wäre auch nicht verkehrt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wäre nämlich schön, wenn ihr auch dabei seid bei Barbecue aus Franken, bei der ganzen Truppe. Sind wir ja mittlerweile, ich glaube, schon einige mit 100.000. Nee, 100.000 sind wir noch nicht, noch lange noch nicht. Da wäre schön, wenn wir mal hinkommen. Also, da kommt das Logo von Barbecue aus Franken, ein Schmarrig habe ich schon wieder drauf. Einfach draufklicken, dann funktioniert es. Glocke aktivieren wäre auch nicht verkehrt. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder zu einem frischen, neuen, schönen Rezept. Ich bleibe bis dahin, euer Sven. Und ja, wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi. Sensationell. Oh, herrlich. Das ist so schön angenehm. Am Gaumen hängt da diese Schärfe. Traum.